herzlich willkommen zu unserem Kinderdienst. Heute geht es um das Thema Licht und um das Thema Leuchtturm. Ich habe den für mich gebastelt, weil das Lied «My Lighthouse», das ihr vorher gehört habt, mich so berührt hat. Und dann bin ich halt weiter im Wort geforscht. Und ich zeige euch in einem anderen Video, das ihr auch unten findet, wie ich den gebastelt habe. Ich möchte euch jetzt zeigen, was alles Licht kann sein. Licht kann das sein. Licht kann das sein. Es gibt ganz viele verschiedene Farben. Grün, blau, rot. Licht gibt es auch in einer Kette. Das kann auch Licht sein. Das kann auch Licht sein. Natürlich ist auch draußen der Mond ein Licht. Und die Sonne. Das ist auch Licht. Ich möchte euch noch eine Frage stellen. Wenn ihr in eurem Zimmer seid und es dunkel ist, was macht ihr denn? Ich nehme an, ihr könnt alle den Lichtschalter anlassen. Ohne Licht zu leben, können wir uns gar nicht vorstellen. Und wir werden den Weg auch nicht finden. Das sehen wir ja jetzt. Und es ist wichtig, dass wir den Lichtschalter anlassen. Nicht nur mit deinem Zimmer, sondern auch mit deinem Herz. Es gibt nämlich auch eine Dunkelheit in deinem Herz. Das kann zum Beispiel sein, wenn du hässlich bist, wenn du am Streiten bist, wenn du traurig bist oder wenn du krank bist. In der Bibel steht, du Herr bist mein Licht, du selbst mein Gott, machst alles dunkel und mich hell. Das steht im 2. Samuel 22, Vers 29. Und wegen dem sollen wir den Lichtschalter bei Gott drücken. Dann kannst du mit Bibel lesen, singen oder beten drücken. Dann bekommst du Liebe, Hoffnung, Freude und Frieden. Ich möchte jetzt einfach auch noch gerade beten. Für das, was wir jetzt auch gerade gehört haben. Ja, Herr, ich danke dir einfach dafür, dass wir dürfen bei dir den Lichtschalter drücken und dir erzählen, wie es uns geht und was wir gerade machen. Und ich danke dir einfach auch dafür, dass du uns jetzt in den nächsten Wochen hilfst und uns immer wieder zeigst, dass wir einen Lichtschalter haben, wo wir dürfen drücken. Und ich bitte dich einfach auch, dass du uns erinnerst, dass wir einen haben, auch wirklich, und dass wir auch genug daran gehen. Und ich danke dir einfach, dass wir dürfen bei dir den Lichtschalter drücken. Und uns erzählen, wie es geht. Oder dir erzählen, wie es geht. Amen. In der Bibel gibt es auch einen Mann, der auch den Lichtschalter bei Gott gedrückt hat. Und zwar der Bartimäus. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von ihm. Er war ein Bettler und hat um Geld gebettelt. Er ist am Strassenrand gehockt und hat jeden Tag müssen betteln. Und er hat gar nichts gesehen, er hat nur den Schritt gehört. Einmal, als er gehört hat, dass Jesus durch die Stadt läuft, hat er laut um Hilfe gerufen, also auch den Lichtschalter gedrückt. Die Leute haben ihm aber gesagt, bis ruhig, tu doch jetzt nicht so laut schreien. Es hat eh keinen Wert. Aber was hat er gemacht? Er hat noch lauter geschrien. Und dann ist Jesus gekommen. Jesus hat ihn gehört und hat Erbarmen gehabt. Genau.
Und dann hat er zu Bartimäus gesagt, hey, wieso riefst du so laut? Und der Bartimäus hat gesagt, ich möchte wieder sehen. Und dann sagt Jesus, lauf, die Glaube hat dich geheilt. Und dann hat er ihm die Augenbinde abgenommen. Und er hat wieder gesehen. Hey, überlegt euch mal, wie Freude er hatte, dass er das erste Mal Licht gesehen hat. Es war immer dunkel. Ich glaube, er hatte mega, mega fest Freude. Denkt doch mal nach, wie oft drückt ihr den Lichtschalter in eurem Zimmer drücken und wie oft drückt ihr ihn jetzt bei Gott drücken? Wo drückt ihr ihn mehr drücken? Es ist wichtig, dass ihr den Lichtschalter mehrmals am Tag drückt. Weil je mehr, dass ihr den Lichtschalter drückt, desto besser findet ihr ihn im Dunkeln. Und übrigens, es ist besonders eine gute Idee, in den Wald zu gehen mit einer Seele und dort dann die Natur zu genießen und Gott zu suchen. Bei mir ist es so, dass wenn ich traurig bin, Angst habe oder es mir nicht gut geht, dass ich dann durch den Lichtschalter bei Gott drücke. Und zwar mit Musik hören, Flöte spielen oder beten. Ich werde dann tröstet, habe wieder Freude, Liebe, Hoffnung. Und es geht mir dann wieder viel besser. Nicht nur, wenn es mir nicht gut geht, sondern auch, wenn ich in die Schule fahre, wenn ich den Lichtschalter bei Gott drücke. Und zwar, weil wenn es ganz fest regnet, jetzt nicht, aber wenn es sonst aber regnet, dann oder auch, dass ich gut in der Schule ankomme. Das ist übrigens auch ein Teil von meinem Schulweg. Ich habe ja hier noch das Bild von diesem Leuchtturm beim Wasser. Das ist eine Karte und dort drauf steht, danke, dass du ein Leuchtturm bist, der mir auch in dunklen und stürmischen Zeiten hilft, sicher durch die Klippen des Lebens zu navigieren. Und dann habe ich noch ein paar weitere Bibelverse aufgelistet. Wenn ihr wollt, könnt ihr die noch ein bisschen in der Bibel nachlesen. Es sind wirklich auch coole Bibelverse.